Herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo. Heute werden wir uns mit der Berechnung von Extrema anhand der Differentialrechnung auseinandersetzen. Wir haben ja bereits gelernt, was Extrema allgemein sind und wie wir das Monotonieverhalten einer Funktion mit Hilfe der Differentialrechnung bestimmen können. Nun seht ihr hier eine gezeichnete Funktion. Einige Punkte auf dieser Funktion wurden bereits eingezeichnet. Ihr habt ja auch schon gelernt, was Tangenten sind. Genau durch diese eingezeichneten Punkte wurden sogenannte Tangenten gelegt. Euch fällt auf, dass bei den Punkten P1, P2 und P3 jeweils eine waagrechte Tangente durch den Punkt gelegt wurde. Sprich also eine Tangente, bei welcher die Steigung gleich 0 ist. Beim Punkt P4 jedoch, der ist nur beispielhaft eingezeichnet, wurde eine Tangente eingezeichnet, bei welcher die Steigung ungleich 0 ist. Nur um das auch mal zu veranschaulichen, wie es dort ausschaut. Mit Tangenten habt ihr euch ja schon auseinandergesetzt. Nur noch mal zur Erinnerung. Ihr könnt ja anhand der Zeichnung schon feststellen, dass P1 und P3 wohl Extremer sein werden. Und dass bei diesen Extremen eben wir eine waagrechte Tangente haben. Bei P2, welches anschaulich wohl kein Extremer ist, haben wir auch eine waagrechte Tangente. Dies ist ein kleines Problem, zu welchem wir später noch kommen werden. Jedenfalls wissen wir aber, dass P1 und P3 wohl Extremer sein werden. Und wir können nun uns folgenden Satz formulieren. Wir wissen, ist x eine lokale Extremstelle von f, so gilt, dass f' von x gleich 0 ist. Also das ist einmal eine Bedingung dafür, dass es auch eine Extremstelle sein kann. Aber wie wir oben sehen, ist diese Bedingung noch nicht ausreichend. Denn P2 ist wohl anschaulich kein Extremer. Jedoch gilt bei P2 ebenfalls, dass an dieser Stelle, also das bei an der Stelle f'P2, die Steigung ebenfalls 0 ist, es sich jedoch um kein Extremer handelt. Wir brauchen also noch eine zusätzliche Bedingung, damit wir sicherstellen können, dass hier wirklich ein Extremer vorliegt, beziehungsweise dass wir Extremer, welche wohl potenzielle Extremer sind, aber dann doch keine sind, rausfiltern können. Wir brauchen also eine zusätzliche Bedingung, welche uns dabei hilft zu erkennen, welche unserer potenziellen Extremer nun wirkliche Extremer sind. Und eine solche Bedingung bekommen wir mit Hilfe der Krümmung. Mit der Krümmung haben wir uns ja auch schon auseinandergesetzt. Zuerst einmal der Satz, bevor wir zur Veranschaulichung kommen. Es sei f von d nach r eine reelle Funktion, wie immer halt. Wir betrachten eine Teilmenge i von d und auf dieser Teilmenge liegt so dann ein lokales Minimum an der Stelle f von x zu erwähnen gilt, dass f' von x gleich 0 ist, also unsere Voraussetzung dafür, dass es überhaupt ein Extremum ist. Und zusätzlich noch, dass f' von x größer als 0 ist. Beim lokalen Maximum muss dann eben gelten, dass f' von x kleiner als 0 ist. Wir können also allgemein sagen, dass ein Extremum vorliegt, wenn f' von x ungleich 0 ist. Gut, nun werden wir uns natürlich fragen, naja, warum muss denn f' von x größer 0 sein? Wie kommen wir denn überhaupt darauf? Vor allem, das ist ja ein Minimum, wieso größer 0? Man könnte ja auch eventuell sagen, es ist vielleicht auch nicht kleiner 0. Betrachten wir dazu anschaulich unsere bekannten Krümmungsverhalten. Links sehen wir eine links gekrümmte Funktion, rechts sehen wir eine rechts gekrümmte Funktion. Wir sehen auch, oder wir stellen vielleicht fest, dass bei der links gekrümmten Funktion die Funktion eben genau so ein Verhalten, so einen Verlauf hat, dass ein Minimum vorliegen kann. Und von einer links gekrümmten Funktion wissen wir, dass folgende Bedingung gilt, also hier kann ein Minimum vorliegen bei a. Und von einer links gekrümmten Funktion wissen wir eben, gelten muss, dass f' von x größer als 0 ist. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, damals haben wir ja links gekrümmt mit positiv gekrümmt assoziiert und dabei an einen lachenden Smiley gedacht, damit wir uns das leichter merken können.
Rechts sehen wir eben eine rechtsgekrümmte Funktion. Hier kann eben, oder hier liegt eben ein Maximum vor, da die Funktion den dazu passenden Verlauf hat. Und hier gilt dann eben, dass f' von x kleiner als 0 ist. Wir erinnern uns eben wieder, negativ gekrümmt. Wir haben hier einen traurigen Smiley. Weiters können wir auch noch feststellen, dass wir hier, wenn wir uns den Punkt genauer anschauen, einen Übergang der Monotonie haben. Zuerst, wenn wir zum Beispiel ein Maximum haben, haben wir zuerst eine monoton steigende Funktion und im Maximum geht es dann über zu einer monoton fallenden Funktion. Beim Minimum ist es genau umgekehrt. Zuerst ist es monoton fallend und danach ist es monoton wachsend. Das heißt, wir können daraus auch noch eine weitere Bedingung finden, dafür, dass ein Extremum vorliegt, welche eben zum Beispiel auch statt unserer Bedingung gefunden werden kann, dass f' von x ungleich 0 ist. Ändert sich das Monotonieverhalten an der Stelle x einer Funktion, so existiert an dieser Stelle ein lokales Extremum. So, dies könnten wir auch als Bedingung hernehmen, dass eben ein Extremum vorliegt. Wie immer, um alles anschaulicher zu machen, ein kurzes Beispiel. Wir betrachten die Funktion f von x gleich 2 mal x hoch 3 minus 3x Quadrat und wollen bei dieser Funktion eben die Extreme finden. Beginnen wir mal ganz grundlegend mit den Ableitungen. F' von x ist dabei nichts anderes als 6x Quadrat minus 6x. Um die Extreme feststellen zu können, brauchen wir auch noch die zweite Ableitung. Und die zweite Ableitung ist nichts anderes als 12x. So f' von x ist nichts anderes als 12x minus 6. Um jetzt die potenziellen Extreme zu finden, setzen wir einfach f' von x gleich 0. f' von x ist ja nichts anderes als 6x² minus 6. Wir können das gleich umschreiben, damit wir die potenziellen Nullstellen leichter finden. Wir heben 6x heraus, haben dann noch x minus 1 in der Klammer. Das Ganze muss gleich 0 sein. Und das Ganze ist gleich 0, wenn entweder x gleich 1 ist oder x gleich 0 ist. Also unser x1 ist 1, unser x2 ist gleich 0. Gut, und jetzt haben wir eben unsere potenziellen Extreme mit x1 und x2. Wir wollen jetzt aber noch überprüfen, ob es sich dabei tatsächlich um Extreme handelt. Wir setzen also unsere potenziellen Extremstellen in die Funktion f' ein. f' von 1 ist nichts anderes als 12 minus 6. 12 mal, also schreiben wir es vielleicht nochmal an. 12 mal 1 minus 6 ist nichts anderes als 6. Das ist eben mal ungleich 0. Weiters ist es noch größer als 0. Und wir haben damit, da es ja größer als 0 ist, ein Minimum gefunden. Das gleiche für die 0. Wir haben f' von 0 ist nichts anderes als 12 mal 0 minus 6. Minus 6 ist kleiner als 0 und wir haben damit ein Maximum gefunden. Gehen wir noch die Punkte an. Also wir haben ein Minimum bei 1 und setzen dann noch in die Funktion f ebenfalls die 1 ein. Und wenn wir in f 1 einsetzen, da haben wir nichts anderes als
2 mal 1 hoch 3 ist 2, minus 3 mal 1 zum Quadrat ist minus 3, also minus 1. Und unser Maximum haben wir bei unserem Maximumspunkt haben wir bei 0. Und wenn wir 0 in f einsetzen, erhalten wir ebenfalls 0. Also unser Maximum ist bei 0, 0. Um das Ganze noch etwas anschaulicher zu gestalten, schauen wir uns auch noch an, wie die Funktion gezeichnet aussieht. Und dies bestätigt uns tatsächlich, dass bei 0, 0 ein lokales Maximum vorliegt und bei 1, minus 1 ein lokales Minimum vorliegt. Damit wären wir am Ende des Lernvideos angekommen. Wie immer hoffe ich, dass es lehrreich war und dass wir uns im nächsten Video wiederhören. Bis dann!